Und ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Ah, vielleicht da hoch. Das wäre eine Idee. Das sah gerade komisch aus. Ich muss nochmal die Treppe hochlaufen. Irgendwie hat da der Winkel von Evi nicht ganz gestimmt, oder? Naja, bei dem schiefen Schiff vielleicht war es eine optische Täuschung. Oh, Armbrust. Okay. Ich kann mich auch an die Armbrust nicht mehr erinnern. Das ist crazy. Oh, ach so, ich bin total blöd. Ich wollte die jetzt spannen wie im Bogen. Quasi, wisst schon, draufbleiben und dann loslassen. Macht überhaupt keinen Sinn. Okay. Bolzen. Okay, das okay war keine Entwarnung, dass keine Gegner mehr da sind. Okay, ich verstehe. Ich habe nämlich gerade noch wen gehört. Ein Koffer. Da kriege ich gleich Resident Evil 4 Flashbacks. Ich habe im ersten Moment, so mein erster Impuls, als ich hier vorbeigeschlichen bin, war sofort so, neue Waffe. Dabei habe ich ja die neue Waffe gerade schon bekommen. Tja. Ich muss sagen, mich stört die Teilung der Story ein bisschen. Bei The Last of Us 2 meinst du jetzt? Das kann ich verstehen. Ich finde das bei Videospielen sowieso immer super problematisch, wenn man verschiedene Storystränge verfolgt. Gerade in Videospielen mit so einer Gameplay-Progression, weil wie willst du das machen? Jeder Charakter hat seine eigene Progression, seinen eigenen Skillbaum so ein bisschen, sein eigenes Inventar. Da kommt ein Spieler halt durcheinander. Also erzählerisch wäre es halt das Beste, wenn man immer wieder hin und her wechselt. Das geht aber nicht, weil das den Spieler total verwirrt. Deswegen ist das, wie sie es hier gemacht haben, glaube ich, schon die sinnvollere Alternative, dass man erst die eine Story vollständig spielt und dann die andere. Aber das ist halt wieder narrativ ein bisschen doof. Ich glaube, in einem Videospiel gibt es keine saubere Lösung, wenn man eine Gameplay-Progression haben will. In narrativen Spielen geht es natürlich ohne Probleme. Aber wenn man so eine gewisse Gameplay-Progression haben will, glaube ich, gibt es keinen sauberen Weg, wie man verschiedene Story-Stränge erzählen kann aus der Perspektive der Betroffenen. Ich glaube, die haben da schon eine gute Lösung gewählt, aber es ist immer schwierig in Videospielen. Ich glaube, da gibt es keinen perfekten Weg. Außer du lässt halt so Progression weg und machst halt wirklich nur Story. Dann geht das natürlich. Ich überlege gerade mir fällt der Name nicht ein. Mensch. Aber da funktioniert es ganz gut, dass die hin und her wechseln, obwohl die Charaktere eigene Skillbäume haben und das Inventar der Gruppe sich unterscheidet. Ah, dieses Spiel, das ist im Grunde so eine Graphic Novel, mehr oder weniger. Da gibt es rundenbasierende Kämpfe, es ist aber hauptsächlich gezeichnet mit ganz viel Text und man begleitet im Grunde immer Expeditionen, die von A nach B marschieren. Und es gibt so ein Fantasievolk, das sind im Grunde riesige gehörnte Wikinger. Ist eine Trilogie, habe ich glaube ich schon gesagt. Mir fällt der Name nicht ein. Ist ein cooles Spiel. Hat ewig gedauert, bis nach dem ersten Teil irgendwann mal der zweite kam. Fällt mir nicht ein. Wenn ihr es wisst, schreibt mir es gerne in den Chat. Dann kann ich den Namen noch nennen. Okay. Lesen wir mal, was wir hier gefunden haben. Danke für Ihre Hilfe mit dem infizierten Passagier. Wir können von Glück reden, dass wir jemanden mit ihrer Ausbildung und ihrem Mut an Bord haben. Meine Mannschaftskameraden sind nutzlos und ich halte nichts davon, dass der Captain weiterhin die Waffen wegschließt. Wir können doch nicht einfach ignorieren, dass sich an Bord dieser Fähre infizierte Passagiere befinden. Der Waffenraum ist auf dem oberen... Ah, die Kombination. Interessant. Die muss ich mir schnell irgendwo markieren. 90 77 01. Die Armbrust ist dort. Die habe ich doch schon. Ihre Armbrust ist dort. Ich vertraue Ihnen in dieser Sache. Na gut. So.
Jetzt muss ich ganz kurz gucken, wie dieses Spiel geheißen hat. Das geht mir sonst nicht aus dem Kopf. Mensch, wie suche ich ihn jetzt danach? Mir fallen leider auch die Namen der Figuren nicht mehr ein. Das ist so lang her, dass ich das gespielt habe. Bighorned Viking Game. Mal schauen, ob ich da was finde. Eher weniger. Mensch, das macht mich total irre, dass mir das nicht einfällt. Das macht mich jetzt total irre, aber hilft nichts. Ist egal. Weiter geht's. Wenn ich aufhöre, drüber nachzudenken, fällt es mir bestimmt ein. So. Vorsicht. Ach ja, wollte ich nämlich testen, ob auch ein Popo-Schuss, ob auch ein Schuss, der nicht in den Kopf getödlich ist, scheinbar. Die Armbrust ist quasi ähnlich tödlich wie Pfeil und Bogen. Dass in Videospielen so Pfeil und Bogen und sowas immer so als die ultimative Super-Killer-Waffe dargestellt wird. Nicht nur super stealthig, sondern auch super tödlich. Alles total krass immer. Während so Projektilwaffen, Schusswaffen eher immer so, ja, kann man schon machen, aber hat im Vergleich zu so einem Bogen eigentlich nur Nachteile. Naja. Ich mache mir jetzt einen Schalldämpfer, aber eigentlich nur, damit ich hier die Flasche mitnehmen kann, weil ich halt ein alter Looter bin und nichts liegen lassen will, wenn es irgendwie geht. Quiet, please. Ein tödlicher Schuss ins Ärmchen. Na, Abby, sag bitte, dass wir es haben. Nee, immer noch nicht. Okay, gut. Dann müssen wir weiterhin vorsichtig bleiben. In Deckung bleiben. Der Banner Saga. Oh Gott, danke schön. Genau, die Banner Saga Trilogie meine ich. Ich weiß nicht mal mehr, um was es ging, warum ich dieses Spiel genannt habe. Ach ja, weil die Story so gut aufteilen. Also da hat das funktioniert, sowohl spielerisch als auch narrativ, dass die Perspektiven dauernd hin und her wechseln. Das haben die da echt ganz gut hingekriegt, finde ich. Aber ist halt vielleicht auch nochmal ein Unterschied, ob man das in einem rundenbasierenden Strategiespiel macht, wo man Zeit hat, drüber nachzudenken, wo man Zeit hat zu gucken, welchen Charakter habe ich eigentlich und was kann der gleich nochmal, oder ein Actionspiel, wo man halt doch irgendwie impulsiv handelt und wo man irgendwie, wenn man nach rechts drückt, erwartet, eine gewisse Waffe in der Hand zu haben. Und wenn dann der andere Charakter eine andere Waffe auf dem Slot hat, dann wird es schon problematisch unter Umständen. Hi Aldus, wie geht's? Anscheinend. Warum kämpfen wir jetzt eigentlich gleich nochmal durch dieses Boot? Ich dachte, wir wollten ins Aquarium. Mist, 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 Mist. Ach, komm schon. Abby, du musst dich jetzt zusammenreißen. Und ich muss die Steuerung checken. Okay. Yeah.
Ach du Scheiße, wo kommt denn der jetzt auf einmal her? Das ist ja mal ungünstig jetzt. Ich hab echt gar nichts mehr. Verdammt nochmal. Letzte Kugel. Meint ihr, das Spiel hat so einen versteckten, Algorithmus oder so einen versteckten Code? Wie manche Spiele, was ich eigentlich sehr cool finde, dass die letzte Kugel, die man hat, extra Schaden macht. Das machen einige Spiele insgeheim, dass die letzte Kugel extra stark ist. Finde ich eigentlich eine total nette Idee. Manchmal gibt es das auch als Skill, den man wirklich lernen kann. Da verstecken die es nicht, sondern machen das ganz öffentlich. Warum wissen die WLF-Leute nichts vom Aquarium? Niemand außer Abby. Na, das wird ja dargestellt, dass das schon sehr abgelegen ist. Da muss man irgendwie ganz kompliziert reintauchen, damit man da überhaupt hinkommt. Zumindest am Anfang, ne? Dann wird es leichter zugänglich. Zumindest über so viele Jahre hinweg, das geheim zu halten. Weiß man nicht. Vielleicht liegt es nicht im Kontrollgebiet der WLF. Vielleicht sind da keine Patrouillen in der Nähe. Ich meine, es könnte schon sein. Das ist eine große Stadt. Ziemlich gefährlich ist. Da will man vielleicht einfach nichts riskieren. Und geht nicht in irgendwelche langweiligen Aquarien, wo es wahrscheinlich eh nichts Nützliches gibt. Außer ganz viel tote Fische. So könnte man es schon erklären. So, was haben wir denn hier? Schnellfertigung. Fertige alle Gegenstände doppelt so schnell an. Naja. Fertige haben wir bla bla bla. Ach so, warte mal. Haltbarkeit plus 1. Ja, das ist vielleicht ganz nett. Größerem Bereich tödliche Bomben. Finde ich auch gut. Haltbarkeit von Schalldämpfern ist mir wurscht. Ja, der Skilltree ist auch nicht schlecht. Was kriegen wir denn hier gleich nochmal? Ja, den mag ich schon lieber. Auch wenn mir die Bewegungsgeschwindigkeit beim Zielen irgendwie ziemlich egal ist. Die beiden Sachen hätte ich schon ziemlich gerne. Schauen wir mal. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ich muss jetzt echt irgendwie ein bisschen entweder mehr Munition sparen oder... Na gut, jetzt kann ich ja endlich Munition herstellen. Ah, eine Nahkampfwaffe, endlich mal wieder. Aha, eine Tür. Gehen wir da mal rein. Warum hast du kein Messer an einem Stock? Ergo eine Lanze. Ich glaube, Messer hat sie sogar. Aber ich glaube, gegen diese Art von Zombies wären Zäune und Lanzen nicht so effektiv, wie ich das immer propagiere. Maschendrahtzäune und Speere. Die könnten nämlich über die Zäune klettern, glaube ich, oder? Na, bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, Maschendrahtzäune und Lanzen sind bei Zombie-Apokalypsen immer, immer das Beste, was man machen kann. So, die Geschichte des Captains. Ach so, nee, doch, ist das ein Tagebuch oder ein Logbuch wahrscheinlich? 2.10.2013. Okay, das ist schon lange her. Aus San Diego ausgelaufen. Kurs auf Vancouver gesetzt. Mehrere Gruppen, die während des Beladens an Bord wollten, wurden gewalttätig. Aber die Evakuierung war erfolgreich. 35 Seelen an Bord. Captain A.J. Malidor hat das Kommando. Ein Tag später, 14.50 Uhr. Zwei Passagiere klagen über Seekrankheit. Wir haben eine improvisierte Krankenstation auf dem unteren Deck für sie eingerichtet. Ein Tag später, 13.38 Uhr.
Funkkontakt zum Hafen Vancouver. Gute Neuigkeiten. Bisher keine Infektionsanzeichen bei den dortigen Einwohnern. Ein Tag später, 7.30 Uhr, Passagier Bernis ist aus der Krankenstation verschwunden. Die Mannschaft ist ausgeschwärmt, um ihn zu suchen. Ein Tag später, oder? Nein, gleicher Tag, 14.15 Uhr. Passagier Burns wurde gefunden. Er ist nicht seekrank, sondern infiziert. Passagierin Joseph Roberts griff ein und drängte ihn es, ach so, über Bord, ich verstehe. Gleicher Tag, 19.05 Uhr. Hab Miss Roberts Forschung. Alle Anwesenden, was? Forderung, ach so, hat Miss Roberts Forderung, alle Anwesenden nochmal vom Schiffarzt untersuchen zu lassen, abgelehnt. Wir haben ohnehin nicht die passenden Scanner. Ihre nachfolgende Forschung, die Waffe warum lese ich denn immer Forschung? Forderung, ihre Waffen auszuhändigen, habe ich ebenfalls abgelehnt. Ich werde nicht zulassen, dass uns Paranoia in eine Katastrophe führen. Ja, leider ist genau das passiert, aber ich glaube, ich hätte auch keine Waffen an irgendwelche verängstigten Leute ausgeteilt. Das ist wahrscheinlich keine gute Idee. Die fangen nur an, sich gegenseitig umzubringen, weil irgendwer Schnupfen hat oder so. Aber vom Schiffsarzt alle untersuchen lassen, wäre doch wahrscheinlich keine blöde Idee gewesen, oder? Außer der Arzt sagt, ohne die nötigen Scanner kann ich nichts machen. Ich bin Schiffsarzt, verdammt, und kein Pilzanalytiker. Dann hätte man es vielleicht trotzdem machen können, um die Leute zu beruhigen, so placebo-mäßig. Vielleicht in dem Fall gar nicht blöd gewesen. Ups. Ich lade mal schnell alle Waffen nach. Naja, gut. Da muss ich nicht viel nachladen, befürchte ich. Muss es weiter oben probieren. Ist das wirklich der Weg, den Owen, heißt der Owen, auch zum Aquarium nimmt? Weil wenn ja, what? Dann macht das gar keinen Sinn irgendwie. Irgendwie ist es das dann nicht wert, zum Museum zu kommen. Und vor allem, warum sind überall Infizierte? Wie hat das dadurch geschafft? Aber vielleicht kennt der seine eigenen kleinen Schleichwege. Ja, machen wir Brandmunition für die Schrottflinte. Das finde ich gut. Gibt sogar ein Achievement, was so toll ist. Okay. Ich bleibe aber trotzdem erstmal bei unserer Jagdpistole. Hey, ich weiß leider überhaupt nicht, wie ich überhaupt durchs Zielfernrohr schaue. Ich habe es noch nicht rausgefunden. Ach was, so kann man schnell Waffen wechseln? das sehe ich zum ersten Mal. Cool. Auf X. Okay, gut. Hätte ich nämlich auf dem Schiff gerne gehabt und habe nicht rausgefunden, wie es geht.